Wir müssen während dem Jahr über so viele Leute und Ereignisse berichten, dass uns unmöglich alles gefallen kann. Darum quasi auch als Jubiläumsgeschenk dürfen ein paar Reporter durch den Kopf lehren. Reporter sehen die Antenne, könnte man die Beiträge taufen. Für einmal dürfen Sie, liebe Zuschauer, hinter unsere Kulissen schauen. Glauben Sie aber ja nicht alles, was Sie sehen. Wenige Leute können sich vorstellen, was für einen enormen technischen Aufwand auch so einen kleinen Antennenfilm braucht. Wir haben einen Film gemacht, den sich vielleicht auch diese oder jene Fernsehkritiker anschauen, damit er wenigstens in Zukunft die einfachsten technischen Grundlagen kennt. Zum Kritisieren. Hier im Bild der Filmstart. Außer in Fehlschaltungen nie zu sehen. Nach der Auftragserteilung, Sie sahen sie eben, wird die Equipe zusammengestellt. Sie besteht aus einem Reporter, einem Kameramann, einem Tonoperateur, einem Assistenten und viel, viel Material. Gefilmt wird auf 16 mm Umkehrfilm, einseitig perforiert. Der Ton wird auf normales Tonband, synchron oder asynchron, aufgenommen. Überspringen wir nun die eigentlichen Dreharbeiten, die durchschnittlich einen Tag in Anspruch nehmen, und gehen in die Entwicklung. Hier wird in weniger als einer Stunde das Material entwickelt und getrocknet. Auch für Kopien und optische Effekte ist das Labor zuständig. Ein Beispiel aktiver Entwicklungshilfe. Nachdem der Tonoperateur den Ton auf perforiertes 16 mm Band überspielt hat, beginnt die Montage am Schneidetisch. Eine Kötterin schneidet nach Angaben des Reporters den Film, Bild und Ton. Hier verschwinden rund 3/4 der Aufnahmen im Papierkorb. Sie werden nicht gebraucht. Den Filmtext schreibt der Reporter, meist in arger Zeitnot. Anschließend wird der genau auf Zeit geschriebene Kommentar von einem Berufssprecher auf perforiertes Magnettonband gesprochen. Zur Ausstrahlung braucht es den ganzen Studiobetrieb für einen einzigen kurzen Antennenfilm. Fast alltag passiert es in einem Antennenreporterleben, dass man einen Zettel in die Hand drückt überkommt mit einem Thema, zum Beispiel Einladung nach Altwies, das ist eine Pressekonferenz über ein Wochenenddorf mit Ruhmwunsch und Willkommensgruß des Gemeindepräsidenten, Idee und Plan, kleine Modeschau von Freizeitmodellen, anschließend Begehen des Geländes und so weiter. Man hat jetzt ausnahmsweise mal nicht das Ereignis gefilmt, sondern wir haben gefilmt, wie das Ereignis gefilmt wird für die Antenne, was so passiert und was geredet wird dabei. Und das bei einem Thema und wir haben schon etwa 5000 hinter uns. Wir werden etwa am 10 Uhr bei Ihnen. Also Sie müssen vorsichtig sein, in Dänemark können Sie billig essen, in Beizen, und Sie können irrsinnig teuer essen. Sie können für einen Tee können Sie 8 Stütze zahlen. Sie können aber auch für 8 Stütze essen. Oh. Die Idee von einer Pressekonferenz im Kuhstall, ich will sehen ein bisschen. Ja, Schwenk von der Kuh auf die Pressekonferenz, wo frisst in der Krippe. Das ist eine richtige Steckdose mit oben dran grossen Schalter. Deine darf man nicht rauchen. Entweder jagt die Sicherung raus oder die Hütte kommt an. Da gibt es einen Tagesschau. Könnte auch, ja. Hat das Programm noch nicht studiert? Wollen Sie auch jetzt essen? Nein, die bekommen jetzt etwas hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Baratti, sehr geehrter Herr Architekt Studer, werte Herren Kollegen von der Gemeindebehörde. Es ist mir die Aufgabe zuteil geworden, Sie heute hier an der Pressekonferenz zu begrüßen. Presseleute hier zu Altwies zu begrüßen, ist für mich völlig neu.
Da hat mir ein Kaffee mal gesagt, seine Schnauze ist so farblos, da könnte ich etwas machen, so dünner. Ja. Ja, darum leuchtet er so. Ja, los jetzt, ist noch nicht fertig. Das hat er ja gut. Jetzt hat er mir da Soße eingestrichen. Und dann hat er mir die Haare geschnitten und nachher hat er die Soße wieder abgewaschen. Das ist der Rabschwarz. Und er hat gesagt, das ist dunkel, die haben sich ein bisschen aufhellen. Das kann man nicht mehr. Nachher sage ich, Herr Baratti, wie stellt sich das vor? Da bleiben Sprüche. Mhm. Nachher Schnitt. Ich mache jetzt den Mist auf. Nein, die erste Frage, wie sind Sie überhaupt auf die Idee von einem Wochenende rausgekommen? Aber möglichst kurz. Ja. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee vom Wochenenddorf gekommen? Dann könnten Sie aber möglichst kurz, ja, also in ein paar Sätzen. Ja. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee vom Wochenenddorf gekommen? Das ist gar nicht so verwunderlich. Wegen dem internationalen Narrentreffen. Machen Sie mal noch ein paar schöne Einstellungen. Ja. Anfangseinstellung. Herr Vetterli, wie haben Sie die gestrige Antenne gefunden? Zufrieden damit und würde sagen, wie bei der Börse, Tendenz steigend. Aber einen netten Chef haben wir.